Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dibbers mit Maurice. Hallöle. Hallöchen. Ja, nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder zurück. Ist lang her das letzte Mal. Ja, heute zocken wir zusammen Sebas. Endlich nach langer, langer Zeit gibt es mal was Neues. Beziehungsweise, endlich gibt es mal auch was Fahrbares. Nicht nur mal Videos und irgendwelche Dev Diaries. Nein, jetzt ist es soweit. Im Jahr 2021 haben wir es geschafft. Im Ende März war das zu Release. Vor knapp 21. anderthalb Wochen, ne, um den Dreh. Der letzte Donnerstag. Ja, wir fahren heute beide, hat die Linie TXL, ist ja auch die bisher einzige Linie, die man hier fahren kann. Marc sitzt im Scania City bei GN16, 14 müsste das ja sein bei der BVG. Und ich habe die fiktive Solo-Variante, die es also bei der BVG nicht gibt. Ja, wir fahren heute einmal die komplette Linie ab. Quatschen nebenbei so ein bisschen über ja, alles Mögliche, was so das Spiel betrifft, so worauf wir uns vielleicht freuen, ne, Positives und Negatives, so was so unsere ersten Erfahrungen sind. Ja, ich fahre jetzt, also wir beide fahren jetzt vom TXL los in Richtung Ne, ich fahre Alexanderplatz. mal Alexanderplatz. Stimmt, du fährst nur in die andere Richtung, ich fahre jetzt vom TXL los. Ja, erzähl mal, wie so deine erste Eindrücke Also vom ich habe Spiel. jetzt schon 3,5 Stunden, 4 Stunden gefahren. Ich habe ja schon Videos produziert. Ich habe ja schon Tutorial-Videos gemacht. Bisher ganz gut. Es lässt sich halt wirklich super fahren. Ich bin auch zwischendurch schon mal so ein paar Runden gefahren, weil es halt einfach weil es halt einfach aktuell ganz gut läuft, muss ich sagen. Ich spiele auf maximalen Einstellungen. Es frisst bei mir jetzt nicht so viel Leistung. Die Auslastung ist relativ gut bei mir, sodass ich eigentlich sagen kann, da ist Potenzial nach oben. Also ist meine erste Einschätzung. Natürlich, da fehlt noch viel. Aber so meine allererste Einschätzung ist bisher eigentlich ganz gut. So Das ist. ist nicht schlecht. Ja, wie sieht es bei mir aus? Also natürlich, ich hatte dieses Ding ist, vielleicht wissen es ja einige noch, ich bin ja seit jeher Windows 7 Fanatiker, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe immer noch Windows 7 und damals, wo wir ja meinen PC zusammengebaut hatten, hatte ich ja weiterhin auf Windows 7 umgerüstet und seitdem habe ich ja Probleme mit Sound und generell ist ja die nee. Ist halt, sag ich mal, nicht so Kompatibilität. kompatibel, das ist Betriebssystem mit meinem Prozessor. Und seitdem habe ich ja mal Probleme mit Sound, mit sonstigen Spielen. Da stürzt dann wieder Sound zwischendurch ab und habe dann keinen Sound mehr. Irgendwann kommt er dann mal wieder für eine kurze Zeit, setzt dann mal wieder kurz aus für eine Sekunde, habe es dann wieder teilweise da. Also damit habe ich meine Probleme. Und das war auch das Problem mit Windows 7 und Sebas. Das wurde am Anfang in der ersten Beta-Version, also zum Release, wurde das nicht unterstützt. Jupp. Und hatte halt, konnte das Spiel halt nicht starten, weil ich da Probleme mit DirectX 12 hatte. Dann kam jetzt die Woche, also in der zweiten Spielwoche, kam dann ein Update in die Beta 1.1. Dort wurde dann der Fehler behoben und seitdem konnte ich das jetzt ein bisschen spielen. Dadurch, dass ich jetzt auf der Arbeit war und jetzt auch Fahrstunden hatte und auch Nachtfahren hatte, hatte ich jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit, das mal zu testen. Ich habe es soweit geschafft, schon mal die Einstellungen so weit einzustellen, wie es einigermaßen passt. Ich fahre auch schon mit Lenkrad. Und konnte schon so ein bisschen jetzt die Tage ein bisschen gucken, fahren mal, wie sie fühlt sich das an und wie sieht das die ganze Map überhaupt aus, die Fahrzeuge, wie viele Details sind schon eingebaut, was kann man schon machen oder nicht. Ich muss sagen, das sieht ja eigentlich gar nicht mal verkehrt aus. Also der erste Eindruck, ich bin auf jeden Fall sehr überrascht. Freue mich sehr, dass ja das Spiel endlich da ist. Wir haben ja auch lange genug gewartet. Ja, das, was mich eigentlich jetzt schon direkt zum nächsten Punkt bringt, das Warten. Also Sebas wurde meines Erachtens nach, wenn ich da richtig liege, erstmalig 2018 mal nicht vorgestellt oder Ende 2017. Damals gab es einen kurzen Trailer zum, weiß nicht, war das Gamescom damals? Ich meine schon, ja. Meine ja, dann hat ja Dev Diary, vielleicht kennen das die einigen ja von euch, da wurde ja erstmal über dieses Projekt gesprochen.
Und ja, danach kam ja nicht mehr wirklich viel. Also es waren zwischendurch mal ein paar Updates zu hören, zu sehen. Aber dies auch nur bezüglich auf die Beta-Version, was als erstes gemacht wird. Und ich muss sagen, dafür, dass das Spiel jetzt 3 Jahre lang in der Entwicklung schon ist, muss ich sagen, ist es für mich meines Erachtens nach wenig. Klar, der Mapbau, es ist schon viel Details drin. Wie gesagt, ich bin die Strecke jetzt schon einmal hin und her gefahren. Es ist sehr viele Details. Die KI funktioniert schon zum größten Teil. Die KI-Menschen sind da. So, das Setting drumherum sieht gut aus. Es sieht auch sehr authentisch aus. Inwiefern das jetzt nach Berlin aussieht, real ist, kann ich nicht beurteilen. Was ich aber so schon mal gehört habe, dass das so sehr realgetreu ist. Die Map spielt im Jahr 2018, also um das Jahr 2018 rum. Das heißt, die Linie, die es ja jetzt zurzeit nicht mehr gibt, weil der TXL ja so als Personenflughafen nicht mehr benutzt wird, ist natürlich in der Sinne jetzt schon nicht mehr aktuell. Ja, wie gesagt, meines Erachtens ist das für 3 Jahre Entwicklung wenig. Also klar, natürlich steckt da viel Entwicklung drin, viele Details, was man im Hintergrund auch machen muss, viel Programmierarbeit, das will ich ja gar nicht runterreden, aber ich finde, und das war damals auch schon bei On the Road, diesem LKW-Simulator, den da als ETS-Nachfolger zählen sollte, fand ich das auch sehr schwach. Also man hat ja in dem Zeitraum, wo man jetzt die 3 Jahre die Entwicklung hatte, hat man ja nebenbei Tourspa-Simulator gemacht, den Fernbus hat man stetig erweitert. Und ich finde dafür, dass der Sebas als mit Omsi-Nachfolger gelten sollte, was ja Omsi ist ja mal sehr bekanntes Spiel in der Spielszene. Das hat Maßstäbe gesetzt. Es ist nicht perfekt, das weiß ich selber. Grafik ist grauenhaft. Dafür ist das Technische sehr gut in Omsi. Und da muss ich sagen, wenn man sagt, man möchte einen Nachfolger, einen würdigen Nachfolger machen, weil ich sage, die Bus-Simulator-Reihe war ein Reinfall. Also Bus-Simulator war da der erste 16, 18 und Ja, jetzt neun. 21. Neun ist der erste. Neun? Bitte? Neun? 09? Nee, die mache ich. Ich meine jetzt die neueren von Achso, du. Asylum. Oder von Still Life Studios, wie der den ganzen Ja, Kram eh da sowas in heißt. den 3 Jahren. Ich muss eben Fahrschein verkaufen. Da muss ich sagen, finde ich, dass sie das Spiel doch sehr vernachlässigt haben. Das kann mich natürlich jetzt auch täuschen, aber meine Wahrnehmung ist, dass man von Anfang an da nicht so viel investiert hat. Sondern jetzt erst wirklich zuletzt, wo man gesagt hat, okay, jetzt hat man Tourist-Bus fertig, man hat den Fernbus-Simulator soweit schon fertig gemacht, dass man jetzt erst sagt, okay, jetzt machen wir erst den Bus. Finde ich wirklich schade, weil dieses Spiel hat Potenzial und auch das, was sie angekündigt haben, schon damals, was das Spiel jetzt in den nächsten Monaten, also in den nächsten 2 Jahren, keine Ahnung, wie lange das alles noch dauern wird, was das beinhalten soll, finde ich das wirklich sehr geil. Gerade dieser Wirtschaftsmodus, worauf ich mich vor allem sehr freue, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Auf jeden Fall, also das ist eigentlich so der Hauptgrund dabei. Das Ja, Busfahren also gar nicht kann mal ich auch so, aber schon. der Wirtschaftsfaktor wie ein Tourist-Bus eigentlich, ja. Also, das habe ich mir auch gesagt. Also, Grafik ist natürlich auch besser als Omsi. Klar, ist aber Unreal Engine. Na, kann man sich drüber streiten, inwiefern man das schön findet. Aber mir ging es ja auch darum, so wieder den technischen Aspekt mit reinzubringen, weil es ist natürlich sehr viel Details, was nachher drin ist. Der Multiplayer, darauf freue ich mich natürlich auch sehr. Gerade wenn man sagt, man macht mal so ein Projekt mit mehreren zusammen, die das Spiel vielleicht haben. Finde ich das eine ganz geile Sache. Nur, wie gesagt, meiner Ansicht nach, oder das, was ich empfunden habe, ist, dass man da nicht viel Zeit und Liebe, sag ich mal, investiert hat in dieses Spiel, sodass man jetzt nach 3 Jahren, sag ich mal, gerade mal mit einer läppischen Beta hier um die Ecke kommt, wo man jetzt eine Linie hat, die zwei Busse, wovon einer nicht mal ein realer Bus ist bei der BVG und ja, man auch noch nicht viel Funktion hat. Also man kann fahren und das war's. Man kann Wetter einstellen, okay. Man kann entweder von links, also von A nach B oder von B nach A fahren. Da fehlt zum Beispiel gerade am Mülltonnen die Stange, die schwebte so in der Luft. Aber viel kann man wirklich noch nicht machen in dem Spiel. Man kann wirklich nur fahren. Man kann im Bus ein paar Sachen, ein paar Knöpfe drücken, ein bisschen Einstellungen machen. Aber das war es im Endeffekt auch schon. Und wie gesagt, das ist für 3 Jahre, finde ich, sehr, sehr wenig. Also da gibt es Spiele, die nach dem Zeitraum schon deutlich weiter waren. Ja,
Das ist so mein erster Eindruck. Das ist, weshalb ich da auch die Kritik so ein bisschen sehe, dass ja, dass alles so ein bisschen so larifari gemacht worden ist und man da jetzt steht, was rausbringen wollte nach 3 Jahren und man jetzt das Produkt dem Kunden gegeben hat und wo ich als Kunde mit einem Preis von immerhin ja auch schon mal 25 Euro, das ist ja nun mal auch schon mal ein gutes Sümmchen, also für das Preis kriegt man auch schon andere vollwertige Spiele. Und das in der Beta zu setzen, ist so die eine Sache. Was ich allerdings gut finde, ist, das finde ich auch gut bei Lotus, dass man sagt, man setzt die Beta in 3 Teile. Und die erste Beta, die erste Phase ist jetzt. Man hat hier die ersten 2 Busse, man kann die erste Linie fahren, man kann das alles schon mal kennenlernen. Das finde ich schon mal ganz gut. Und dann gibt es im weiteren Verlauf 2 weitere Phasen, die dann käuflich erweitert werden können oder gekauft werden können. Da wird es dann Inhalten mehr Linien, mehr Inhalte, die man nach und nach macht oder die man dadurch dann freikaufen kann praktisch, wenn dies dann entwickelt ist. Ist natürlich die Frage, in welchem Zeitraum das ist, ob wir jetzt hier von innerhalb von 1 Jahr sprechen oder 2 Jahre, das weiß man ja alle nicht, das ist ja noch nicht bekannt. Wir reden aktuell von einem Jahr. Bitte? Wir reden aktuell von einem Jahr. Scheiße, ich bin verkehrt gefahren, danke. Perfekt. Ich steh jetzt vor dem Tor. Das läuft Scheiße. wirklich gut bei Da uns. läuft der schon richtig auf die. Ich denke so, hä, was macht der denn jetzt hier? Scheiße. Genau. Er ist um den Gelenkzug gewendet. ja. Ja, ansonsten, ja, Berlin, der ganze Spiel, ja, wie gesagt, schon in Berlin 2018 herum. Ja, finde ich, wie gesagt, sehr gut gelungen. Sieht sehr nach Berlin aus, alles. Ja, es gibt aber auch leider schon im Spiel so ein, zwei Negatives. Klar, wie gesagt, es ist noch eine Beta, es kann noch sehr, sehr viel passieren. Es wird auch noch viel passieren, weil das, was man hier hat, das ist definitiv halt Beta. Seit angefangen von der Fahrzeuglenkung, also das Lenkrad im Bus, also ich spiele mit 900 Grad, das Lenkrad im Bus ist genau ist fast identisch mit dem von meinem Lenker, was ich hier drehe, aber der Bus fährt nicht so. Also wenn ich jetzt hier schon ein halbes Lenkrad umdrehe, dann fährt er gerade mal so ein 2 Grad nach links oder nach rechts. Also da muss man vielleicht auch mal was dran machen. Das Spiel ist sehr, sehr hell. Also wir haben jetzt hier morgens, also gut, jetzt haben wir mittags, aber auch morgens ist das schon sehr hell. Das ist alles sehr, sehr auf die Augen. KI-Fahrzeuge sehen sehr gut aus, muss ich wirklich sagen. Die Schön fahren auch detailliert. gut. Also, ich habe ja direkt in der ersten Version schon gespielt. Also in der Release-Version, die die veröffentlicht haben. Da war KI-Verkehr und Vorfahrtsregeln und so noch ein bisschen schwierig. War zwar teilweise sehr lustig, war aber auch relativ schwierig. Mit dem ersten Update, der ein paar Tage danach, also der relativ zügig danach herkam, war das Problem ja schon mal wieder weg. Also da gab es am Anfang noch Schwierigkeiten. Also bei mir zumindest, da war das noch relativ lustig. Aber kurz Zeit später kam ja schon das erste Update, da war das Problem ja schon wieder behoben. Nö, aber ansonsten, so vom ersten Eindruck muss ich wirklich sagen, bin ich da sehr begeistert. Ich habe zwischendurch auch mal die Death Diary ist ja zuletzt gar nicht mehr gewesen. Ich habe mir dann einfach die Folgen von TMS Studios direkt angesehen, die ja da mit dem Entwickler da Interview geführt haben und dem nebenbei die Funktion gezeigt haben. Das habe ich mir zuletzt mal angeguckt, dass ich mich schon mal so ein bisschen in das Spiel reinfinde. Oder habt ihr auch zugehört, was er gesagt hat, dass hier der Plan ist? Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem ganzen Spiel haltet, was eure Wünsche sind oder wo ihr sagt, gut gelungen, nicht so gut gelungen oder wie ihr das generell seht. Das würde mich mal ganz gerne interessieren. Was ich noch sagen muss, wie gesagt, es ist Berlin, es ist, naja, es ist halt wieder Omsi, so man merkt, es ist auf Omsi bezogen, wieder Berlin. Ja, natürlich alles moderner finde ich auch gut, weil Berlin-Spandau ist es halt alt und braucht kein Mensch. Ja, sagt zu den Bussen, wie gesagt, fiktiv und realer Bus finde ich ganz gar nicht mal verkehrt. Es wird nachher natürlich den Doppeldecker noch geben und weiß nicht, was war denn noch geplant? 15 Meter? Nee, ne? Glaube ich nur den Doppeldecker noch und irgendein Bus war, glaube ich, noch geplant. Vierter, ich weiß es jetzt Frag gerade nicht. mich gerade nicht, aber was ich spontan denke, ist, wenn die Mod-Community erstmal richtig anfangen kann, ich glaube, da werden die schneller sein als TML. Ist so meine Meinung. Tja. Scheiße.
Ja, wird auf jeden Fall noch sehr spannend bleiben, auch gerade was jetzt, wie gesagt, die nächsten Monate sich entwickelt. Wenn man jetzt natürlich in dem Tempo weitermacht, wie man jetzt für die Beta gebraucht hat, weil das Ding ist, in dem ersten Video, in dem ersten Trailer hat man ja schon den Bus da stehen gesehen. Gut, ich weiß man ja nicht, der hat wahrscheinlich noch gar keine Funktion gehabt, aber man hatte schon den Bus da stehen und man hat schon die ersten Meter fahren können. Und ich sage mal so, Map bauen ist das eine. Aber dafür, wie gesagt, 3 Jahre, weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen wenig. Ich weiß auch nicht, wie viel Leute noch dran gesessen hat. Wie gesagt, das wird vielleicht daran liegen, dass man auf Tourspass, also auf Fernbus, sehr viel Wert drauf gelegt hat. Also Wenn im Endeffekt man. musst du ja sagen, TML-Schuh ist ja gar nicht so groß. Lass die 10 Leute sein oder irgendwie sowas. 15 vielleicht. Also das Studio ist ja relativ klein. Ja, Wenn du ich dich weiß, dann ich weiß. auf Fernbus, weil es die aktuell immer noch weiter publishen, da müssten ja mindestens also spontan 5 Leute sitzen. Wenn dann die noch in Tourist Bus und in den ganzen DLCs da aber auch nochmal 5 Leute sitzen, dann bleibt da am Ende gar nicht mehr so viel über. Ja, gut, aber ist die Frage, wenn man Priorität legen auf gut Fernsimulator, das Spiel an sich ja auch nicht verkehrt. Da hat es noch so seine Macken, aber das wurde im Nachhinein ja auch behoben. Aber ich würde mir da an der Stelle mal die Frage stellen: Macht es Sinn, ein Spiel weiterzuentwickeln, was keinen Vorgänger hat, was so keinen Bezug auf irgendwas hat? Oder will man wirklich sagen, okay, man macht hier vielleicht eine Art Kampfansage an OMSI und sagt hier, zack, das ist der Nachfolger oder Mitnachfolger, wenn man jetzt noch Lotus mit einbezieht, für OMSI und macht dementsprechend wirklich ein gutes Spiel, ein gutes Produkt nachher. Das ist die Frage, worauf man da Wert legt. Von Anfang an. Dementsprechend wird auch das Produkt nachher wert. Na gut, Wenn man am Anfang sagt, ja, nee, das wird jetzt nicht der Nachfolger, steckt man natürlich nicht so viel Zeit rein und Ideen vielleicht auch, als wenn man sagt, okay, man will sich wirklich hinsetzen, sagen hier, zack, das ist jetzt mal wirklich mal was Neues und soll man wirklich um sich ablösen. Denn da setzt man dann ganz andere Maßstäbe und dann sieht man auch, okay, die Firma oder der Entwickler macht sich da Gedanken drüber und sagt, okay, was gibt es in OMSI? Was kann man vielleicht davon übernehmen oder was muss man auch besser machen? Klar, Grafik ist ja ein ganz großes Ding. Da brauchen wir, glaube ich, auch keine zwei Meinungen zu haben. Aber das ist, finde ich, so ein bisschen zwiegespalten. Das hatten ja auch sehr, und ich habe mir da auch ein paar Mal Gedanken drüber gemacht, weil, naja, man will es am Ende ja den Kunden auch verkaufen, das Produkt. Und dementsprechend, wie das Produkt wird, wird es ja auch angenommen. Ne? Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man da das so ein bisschen vernachlässigt hat. Klar, natürlich, wenn man sich an Fernbus dran setzt mit 5 Leuten und Tourist Pass, das natürlich viel Personal in Kauf nimmt, das ist ja klar. Aber wie gesagt, meines Erachtens nach zu viel Zeit in andere Dinge reingesteckt. Und trotzdem freue ich mich auf das Spiel, gar keine Frage. Ich bin auch gespannt auf das, was da alles noch kommt. DLCs, an Bussen, an Karten nachher. Inwiefern man dort selber Maps erstellen kann. Weil das ist ja immer so bei OMSI so eine Sache. Das ist alles sehr knifflig und kompliziert. Und da bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir auch sehr viel Negatives gesagt. Jetzt will man ein bisschen mal Positives hier mal in den Raum schmeißen. Also wie gesagt, die Idee an sich, mal wirklich einen neuen Bus-Simulator zu machen, finde ich gut. Weil diese Bus-Simulator-Reihe von Astaron oder Still Life Studios fand ich reinfall. Fand ich wirklich im Reinfall. Da spielt irgendwo nirgendwo keine realen Vorbilder. Die Busse sind grottig gewesen. Map-Design, also Grafik, war auch so ein Ding. Das Einzige, was ich wirklich geil fand, war der Multiplayer. Dass man wirklich zu viert sagt, hier man fährt Linien zusammen ab oder man macht das zusammen. Das fand ich wirklich eine gute Idee. Im Endeffekt war ja der Bus-Simulator so ein bisschen so ein Wirtschaftsdingen so, oder so ein bisschen daran angelegt. Zwar nicht auf dem Hauptsache, weil du hast halt so ein. Es war halt nicht der Hauptaspekt, da ging es halt meiner Meinung nach noch. Ach komm, Scheiße. Da passe ich nicht durch. Scheiße, ist Das er ist nochmal. schlecht. Da war der Bus-Simulator war so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen an den
Multiplayer fixiert, aber man konnte ja auch mit den Leuten im Endeffekt daran arbeiten, seine Firma in Anführungsstrichen auszubauen, neue Busse kaufen und so weiter und so fort. Und das war ja im Endeffekt. Ha! Kannte. Das war ja im Endeffekt so ein bisschen so der Spaß daran, Ja. beziehungsweise das hat ja im Endeffekt dann Spaß daran gemacht. Und dann merkt man auch, das Ding ist, gab es überhaupt irgendwelche mal Map-Erweiterungen? Also mal irgendeine andere Map wirklich? Also ich habe Es da gab eine ehrlich gesagt Erweiterung, nichts ja. gesehen. Es gab eine Erweiterung dafür. Ja, für die Standard-Map. Ich meine aber jetzt generell irgendwelche Neu, ne? Maps mal was anderes oder so gab es nicht irgendwie, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das geplant war, weil das ist ja bei den meisten Simulatoren so, dass du eine feste Karte hast und dann Ja gut, kommt im aber ich meine, Endeffekt mit wenn dem man nächsten schon Spieler die Mod. neue Karte, theoretisch. Ja, aber wenn man schon Modbusse macht, also der Solaris kam ja als erstes, dieser Urbino, dann will ich ja eigentlich auch schon auf andere Karten mal fahren. Das ist ja wie in Omsi, ich will ja nicht nur auf Spandau fahren, 24-7. Klar, ist eine interessante Karte, mag ich auch vielleicht sein, aber ist also für den Spieler, der sich das Spiel kauft, der ist dann irgendwann auch mal da durch mit, ne? Ja. Aber da gebe ich, wie gesagt, recht. Bei der Bus-Simulator-Reihe war wirklich eher so ein bisschen, so es war so ein Mittelstück. So der Multiplayer war als Neuerung im Gegensatz zu OMSI. Und diese ein bisschen wirtschaftliche war ja natürlich schon mal mehr. Es war aber wirklich nicht der Knüller. Man konnte es zwar gut spielen, Multiplayer war auch sehr gut synchronisiert. Das hat auch mal eigentlich ganz gut funktioniert. Da hat ja Aber vor allen da Dingen hat es Spaß dann auch schon gemacht. aufgehört. Genau, es hat Spaß gemacht, ne? Das ist ja die große Sache. Wenn es erstmal Spaß macht, dann kann das Spiel eigentlich noch so schlecht sein, wenn du aber darüber lachen kannst, dann ist das eigentlich noch viel mehr wert. Ja, das stimmt. Ja, das hatte, So, also es hat natürlich seinen also so Vorteil schlecht wie gehabt. das Spiel auch sein kann, wenn du mit deinen Freunden oder mit deinen Kollegen oder was auch immer da 10 Stunden dich einen ablachst, weil das Spiel so scheiße ist, dann hat es trotzdem einen guten Wert gehabt. Ja, das stimmt. Also da hatten wir natürlich auch unseren Spaß gehabt. Ne? Also mit den ganzen da irgendwo in LKWs reinfahren oder keine Ahnung, Stau verursachen oder Verspätung. Er hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht, da auch so in der Gruppe zu spielen. No, also das ist nicht verkehrt gewesen, auf jeden Fall. Ja. Nee, also das, von daher bin ich da wirklich mal auf The Buff gespannt und freue mich da wirklich schon sehr drauf, Also die haben jetzt, wenn was ich es da gerade beim weitergeht. Starten gesehen habe, dass das nächste Update für den 12.04. geplant ist, also Montag. Montag, okay. Wie gesagt, aktuell werden die ja viel erstmal Performance-Technik patchen, ist ja auch logisch. Eben. Bevor die da mit neuen Sachen kommen. Da wird, denke ich mal, auch die ersten paar Updates werden noch in diese Richtung gehen, denke ich mal. Ja, nehme Aber ich das auch ist mal an, ja sage ich auch mal. alles Wenn ganz man gut. sagt, dass viele Leute erstmal dieses Spiel spielen können, gerade die jetzt nicht so ein High-End-PC haben, Na gut, ne? habe ich ja auch nicht. Ja, aber du hast, ich sag mal, mehr, du hast mehr als immer irgend so ein Laptop, weißt du? Ja, Oder sicher, so. hier rennt schon ein bisschen Technik, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, weißt du was, ich hatte ja die 750 Ti mal drin als Grafikkarte. Ja, Ich habe ja ja. abgedatet auf eine 1660 Ti Okay. für, keine Ahnung, x100 €. Die konnte ich mir einfach so da reinwerfen, das war ja nicht so das Problem. Und seitdem habe ich doch nichts mehr weiter dran gemacht. Also grundsätzlich, alle Spiele laufen flüssig. LS spiele ich mit 60 FPS. The Bus habe ich gerade keine FPS-Anzeige, ist auch schön. Aber spiele ich auch mit 60 FPS, ja auch voll HD, voll maximale Einstellung. Also mir geht ja nicht. Wenn das alles spielt und alles, was ich sonst noch so spiele, ist ja halt einfach nicht so Performance. Das sind ja die paar Stunden Rainbow, die ich vielleicht im Monat mache, wenn überhaupt. Vielleicht die anderen Shooter ein bisschen oder hier ein bisschen, da ein bisschen. Ja, dann sind es halt keine 120 FPS, sondern vielleicht nur 50 oder so. Ist ja auch kein Weltuntergang, deswegen. Natürlich, da geht mehr, aber ein bisschen muss man auch gucken, was man da reinsetzen möchte an Geld und was nicht und was braucht man und was nicht. Ich habe mir jetzt ja noch zu Weihnachten drum noch einen Monitor gegönnt. Einen neuen Schreibtischstuhl habe ich mir gegönnt. Da sind dann auch schon 500 € weg. Naja, das kommt schnell, Der Schreibtischstuhl war auch teurer als der Monitor. ne? Ja, so ist das in manchen Sachen, ne? Also, ich So ist das. weiß gar nicht, ob ich das mal in die Videobeschreibung habe. Eigentlich steht in der Videobeschreibung alles von Technikern mit drin. Ja. Wollte ich mal mit reinschreiben, aber der Stuhl hat auch um die 400 € gekostet. Ach, Und der Monitor auch irgendwie 170, 80 oder so.
Natürlich, da hat halt viel Weihnachts- und Urlaubsgeld reingesteckt, weil kriege ich ja. Da konnte man halt ein bisschen investieren, weil sonst ist ja die Ausbildungsvergütung nicht allzu hoch bei Ja, das kenne ich. mir. Von daher, die wird da bei dir wahrscheinlich noch höher sein als bei mir jetzt. Ja, das ist klar, aber trotzdem, ne? Man ist als Azubi doch ganz schön arm dran. Aber das ist ja mal Besser ganz arm dran als anderes arm Thema. ab. Das ist mal ein ganz anderes Thema. Nee, aber ich muss natürlich sagen, man natürlich versucht das erstmal so zu machen, dass viele das spielen können. Deshalb finde ich find die Idee gar nicht mal verkehrt, weil man kann dann vielen Leuten zeigen, hier, guck dir mal unser Spiel an, du kannst es spielen, probier es mal aus, wie findest du es? Finde ich eine gute Sache. Weil wenn man nachher die Leute sagt, okay, das Spiel ist cool, das behalte ich, das erweitere ich, das kaufe ich mir nachher dann komplett oder Add-ons oder weiß der Geier, dann finde ich das eine gute Sache. Na, erstmal so ein bisschen die Leute ködern, klar, ist natürlich. Wie gesagt, wir müssen jetzt einfach abwarten, was kommt. Ja. Also da müssen wir jetzt wirklich gucken, was für ein Zeitintervall und so weiter, können wir nichts zu sagen. Wir sehen es ja eigentlich nur, wenn es kommt oder wenn es Eben. angekündigt wird. Da können wir dann zu dem nächsten Update einfach mal Schlüsse ziehen, so theoretisch. So sieht's Ich aus. finde es aktuell ganz gut. Wenn ich das Spiel privat spiele, also ohne Aufnahmen, ist es ja für mich auch schon eine Erleichterung oder Bereicherung, in Anführungsstrichen. Ja. Weil ich da dann einfach Bock drauf habe oder Lust drauf habe. Und echt darauf, wenn ich das nicht tun würde, dann wäre es ja Fehl am Platz, will ich jetzt mal nicht sagen, aber da wäre es ja dann nicht so. Deswegen, da müssen wir mal gucken. Genau. Ja, genau so sieht's aus. Ja, ansonsten, ja, was kann man noch dazu sagen? Also, wie gesagt, was natürlich geil wäre oder worauf mich natürlich weit, wie gesagt, oder worauf wir uns beide ja auch sehr freuen, ist ja, wie gesagt, der wirtschaftliche Aspekt, ne, dass man wirklich sagt, hat er wirklich was Cooles zusammengeschustert, nachher mit dem Multiplayer, was sie uns ja angekündigt haben. Wenn das nachher umgesetzt wird, das kann ich mir schon richtig geil vorstellen, dass auch richtig was Cooles wird. Na, und da haben wir uns ja damals, wo das ja angekündigt war, da weiß ich noch, da haben wir ja mal auch in einigen Folgen mal drüber gesprochen. Und da haben wir uns ja wirklich sehr drüber gefreut und darüber gefreut, dass das kommen wird. Ne? Und ja, jetzt sind wir an dem Punkt, das Spiel ist schon mal da. Und der Rest wird ja auch jetzt nach und nach kommen. Und ja, na, was man sagt, da kann man sich mal drauf freuen, auch wenn es alles ein bisschen dauert. Aber ja, freue mich auf jeden Fall schon mal sehr drauf und ja. Echt aus, jetzt die fetten Kühe. Ist auch ganz geil, wie hier fast jeder so an so einem Handy sitzt. Also ich finde das geil gemacht, dass da jemand so ein Handy hat, der einer drauf rumtippt. Die anderen sitzen hier. Auch wieder einer am Handy tippen. Also ich bin das schon ganz geil gemacht. Auch wie gesagt, die Busse, sehr hohe Qualität, muss ich wirklich sagen. Das ist schon ganz geil Ja, gemacht. du bist schon mal. Also, bisher macht es Spaß. Wir müssen mal gucken, wie gesagt, was kommt und dann. Eben, genau. Man muss halt jetzt gucken, wie es entwickelt sich. Entwickelt sich gut, wird da viel dran gemacht oder was ich ja vorhin schon sagte, dauert das ewig. Das ist ja so eine Sache. Also das wird sich jetzt die nächsten Monate zeigen, wie sieht das aus. Und ja. Was ich jetzt Ja. glaube, was bei mir so sein wird, dass ich jetzt. Aktuell fahre ich eine Überstunde ab, wenn ich dann ab nächste Woche gehe ich dann noch 3 Tage Arbeit, danach habe ich noch 3 Tage Lehrgang. Und dann geht ja das Arbeiten wieder voll los und ich glaube, dann verrennt die Zeit so schnell wie letztes Jahr. Dass du wahrscheinlich dann auch, dass meine Wenigkeit wahrscheinlich dazu teilweise wahrscheinlich auch einfach keine Zeit hat. Beziehungsweise auch einfach die Zeit so schnell rennt, dass du gar nicht weißt, wann du wann anfangen sollst und wann du enden sollst. Da hoffe ich ja so ein bisschen drauf. Dass wir jetzt ja einfach wieder ein bisschen, dass die Tage schnell umgehen. Weil dann kommen natürlich so Sachen auch schneller. Ja, da kommen wir eigentlich auch schon praktisch zum nächsten Punkt. Also ich bin ja jetzt, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Das ist lang her, ne? Boah, Also ich das glaube, dieses schon. Jahr haben wir überhaupt dieses Jahr schon aufgenommen. Ich glaube Ne, nicht, ne? dies Jahr Das noch war nicht. Letztes zu Jahr müsste ich Weihnachten, auch glaube es. ich, ne? Ne, haben wir nichts gemacht. Machen wir gar nichts gemacht? Ne, gar nichts. Ja, stimmt, ich war davor, ja, stimmt, ich war ja davor ja in der Berufsschule, stimmt. Das ging ja nicht. Ja, das ist so ein Ding. So, wir sind beide in der Ausbildung. Marc ist jetzt schon weiter als ich.
Jo, alles klar, zieh da einfach mal rüber. Das Typisch ist ja auch Berliner. so das, was ich ja schon mal letztes Jahr gesagt habe vor der Ausbildung. Zeitlich ist das bei mir teilweise hier wirklich sehr eng. Also, das Ding ist, ich fahre morgens eine Stunde und nachmittags eine Stunde wieder zurück. Ich war jetzt 3 Monate bis Mitte März, bis zur Berufsschule war ich in der Werkstatt. Da hatte ich wieder 2 Wochen Schule, gut, da hatte ich Homeschooling durch Corona jetzt natürlich bedingt, aber sonst wäre ich in Hattingen gewesen. Das heißt, da bin ich auch nicht am PC und kann dann mal sagen, ja, ich mache mal eine Folge auf. So, und am Wochenende, wenn ich da mal Zeit habe, war ich dann anderweitig natürlich auch schon unterwegs oder habe da was anderes gemacht. Und da ist es halt dazu gekommen, dass ich halt einfach bisher keine Videos gemacht habe. Und weil wir müssen auch die 1000 Abonnenten feiern. Das habe ich natürlich auch Marc sehr viel zu verdanken, weil er hat ja jetzt gerade in den letzten Jahren, oder in den letzten zwei Jahre, sagen wir mal, sehr viel Videos natürlich gemacht, was natürlich dazu geführt hat, dass wir erst zu diesen Abonnenten gekommen sind. Genau. Das, wie gesagt, das ist dem Marc sehr viel zu verdanken. Ich versuche zukünftig auch mein Privat, also ich habe ja auch ein Hobby, das habe ich ja auch schon das öfte Mal hier erzählt, dass ich dafür einmal ein paar Videos mache. Da hatte ich die Möglichkeit, eine gute Videokamera zu kommen, wo man mir auch ein paar Videoszenen mal machen kann, weil das wäre wirklich so eine Sache, da würde ich das auch gerne machen. Das hat sehr viel auch mit unseren Sachen zu tun, die wir hier aufnehmen. In diesem Fall wäre es jetzt mit Bussen, also Omni 2, also Bass oder was dann auch immer kommt. So, das wär halt so eine gute Ergänzung und da versuche ich halt irgendwie noch was fertig zu machen oder mir was zu überlegen, weil ich will ja auch jetzt nicht sagen, ja, hier, das ist hier unser Kanal, aber Marc ist derjenige, der hier nur Videos macht die ganze Zeit. Das kann es ja auch nicht sein, ne? Und ich will ja auch wie gesagt, meinen Teil dazu beitragen. Wie gesagt, das ist jetzt in der Ausbildung, wie gesagt, gerade das letzte Jahr oder die letzten 1,5 Jahre ist das bei mir einfach zeitlich echt manchmal sehr eng alles und da bin ich dann dankbar, dass Marc dann eben diesen Part übernimmt, dann mal wie NS irgendwas hochlädt oder andere Projekte macht. Aber ich will natürlich auch versuchen, gerade weil es ja ein Gemeinschaftskanal ist, den wir jetzt auch schon einige Jahre machen, dass wir halt jetzt durch The Bass oder durch vielleicht andere Projekte mal wieder ein Spiel machen können. Wo ich aber auch sagen muss, dass in den letzten Jahren, oder in den letzten 2 Jahren vor allem, so gar kein geiles Spiel mehr rausgekommen ist. Wo man sagt, das kann man mal im Multiplayer zocken. Das ist alles sehr eingestaubt und das kam nicht wirklich was Neues auf den Markt, wo man sagen kann, hey, cool, da können wir mal ein Projekt draus machen, weil meines Erachtens ist das alles sehr, sehr beschränkt gewesen über die Jahre, die Spiele, die hatten wir, aber viel Neues gab es nicht. Ich war für dieses Jahr, ist überhaupt irgendwas Spannendes angekündigt, weil bist du Also, irgendwie auf dem Laufenden? so spontan, was mir im Kopf ist, ist halt natürlich The Bass, wo wir jetzt gerade drin sitzen. Dann haben wir dies Jahr noch den neuen LS-Teil, der rauskommt. Dann interessiert mich noch die Siedler, die von Uplay angekündigt wurden. Die sollen auch noch dies Jahr kommen, da warte ich auch noch drauf. Aber sonst habe ich da bisher auch nichts so wirklich gehört. Und im Endeffekt ist ja bis Mitte des Jahres ist ja eh keine großen Release angesetzt. Da warten wir im Endeffekt ja auf die Gamescom und die Gamescom bringt uns ja dann im Endeffekt die großen Releases. Ja, eigentlich ja. Ja. Das heißt, im Endeffekt warten wir nur da drauf, so dumm wie es klingt, weil das ist ja das, worauf wir warten, wo wir hinfiebern, in Anführungsstrichen. Also ich bin jetzt übrigens an der letzten Haltestelle, Alexanderplatz, Bis? sofort. Ich bin noch nicht mal ansatzweise dabei, also ich brauche noch ein paar Minuten. Ja, alles gut. Also ich werde jetzt zwei Minuten noch Verfrührung, also muss zwei Minuten da sein und Ich kämpfe noch mit den Ampeln. Ich kämpfe noch mit den Ampeln. Ja, kommen wir durch so irgendwie. Naja, also da ist das Problem, was man eben nicht viel machen kann. Man hat LS, die Teile schon wirklich durchgelutscht, sage ich mal. Man kann da sagen, man macht mal wieder ein LS-Projekt, aber da ist die Frage, wie kommt das überhaupt noch an? Wird überhaupt noch geguckt, weil LS ist wirklich eigentlich schon so ein Spiel. Zum Beispiel auch wie Euro Truck Simulator, das ist einfach durchgespielt. Weißt du, das hat man gespielt. Und das war es dann auch. Ne? Und da ist man dann auch irgendwie am Ende und ja, weiß ich nicht. Ist irgendwie. So frischer Wind wäre schön. Ja. Also so, ich finde ganz geil, mein LS-Projekt, was ich jetzt schon 470 Folgen oder so gebracht habe, das ist ja auch schon über ein Jahr.
Das halte ich mir mit Mods und so weiter und so fort und mit regelmäßigen Updates vom Modder und Mapper ja frisch. Das macht auch noch jeden Tag Laune und so. Das ist so ein bisschen so mein Ausgleich so. Ja. Ich schraube den ganzen Tag an an Landmaschinen und abends geht es im Endeffekt damit weiter. Ja. So ist das ja bei mir auch. Ne? Ich mache in der Woche bin ich mit Bussen zugange, sei es Werkstatt, Dispo, was auch immer. Und weißt du, Du kommst halt da im Endeffekt nicht von weg, in Anführungsstrichen. Wenn ich mal bei mir so gucke, ich habe halt eine 40-Stunden-Woche, plus das, was im Endeffekt sonst was so an Stunden dabei kommt, plus Samstags, Sonntags, Feiertags im Endeffekt, wenn es schlecht läuft. Das heißt, so boah, vor 2 Wochen oder so hatte ich irgendwie 50, 60 Stunden in einer Woche zusammengeruppt. Da waren es am Montag schon irgendwie 10 oder 11 knapp. Dann ging das über die Woche so weiter. Dann habe ich Samstags auch nochmal irgendwie 6 gemacht oder 7 oder irgendwie sowas. Da war die Woche voll und hatte ich einfach keine Lust mehr. Aber ich einfach keinen Bock mehr. Nee, also wie gesagt, da ist das dann so eine Sache, wo ich dann sage, okay, in der Woche bin ich was mit Bussen, am Wochenende mache ich auch was mit Bussen, weil ich habe zwei, drei Kollegen, die haben eigene Linienbusse, ältere, die halt restauriert werden und da sage ich dann, okay, das ist eine coole Sache und da sage ich dann auch, okay, da will ich dann mithelfen und sagen, okay, das mache ich mit fertig. Gott, ist die Lenkung scheiße, Alter. Und da versuche ich dann auch mal was videotechnisch zu machen, so Fahrvideos oder irgendwas zu so die Richtung und ja. Hey, stopp. Ui, da will ich nicht hin. Halt! Die Richtung ist besser. So, ich habe jetzt noch 2 Haltestellen, dann bin ich auch da. Ja, ich bin schon da. Ich spreche noch ein bisschen, gucken wir erstmal mir so ein bisschen an. Ja, wir sind jetzt hier am Alexanderplatz, also dem wohl berühmtesten Ort, sag ich mal, oder zweitberühmtesten, drittberühmtesten Ort hier in Berlin. Wenn es mich nicht täuscht, müsste hier, ja, da haben wir Wir die waren, ganzen. also du bist ja da vorne an diese Kirche da vorbeigefahren, diesen relativ leeren Platz da. Ah, die Kirche, ja. Als ich das erste Mal gesehen habe, hat mich das ja an unsere Klassenfahrt erinnert. Ja, stimmt, da waren wir auch damals, ja. Genau, und dann, wenn du dann an diesem Alexanderplatz stehst und dann einmal um Pott fährst, dann kannst du links, rechts reingucken. Und das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, dass wir da auch schon mal waren. Also so ein bisschen was hängt da oben noch im Kopf fest. Ja, das Gefühlt, stimmt. also Alter, so. wann waren wir da? Nee, 10. Klasse waren wir ja da, zum Erzählen. Ja, 10. Klasse, das heißt 17. 2017. Nee, Oktober 16 war das ja. Alter Vater. Oktober 16. Ja, da sind wir mal locker 4 schmale Jahre dazwischen. 4,5 ja mittlerweile schon. Viereinhalb. Ja, die Zeit rennt, mein Gott. Ja, also da merkst du schon, es ist lang her, aber man hat ja trotzdem so seine Erinnerungen ja noch daran. Ich habe Ne? überlegt, dass du hast deine Ausbildung jetzt angefangen. Ich habe noch ein Jahr vor mir. Ganz grob. Weil die Zeit schon weggerannt ist. Mein Gott. Ja, das geht da manchmal auch ganz schnell, ne? Überlegt, dass ich jetzt schon 2 Azubis unter mir habe. Ja, Als das ich geht ganz angefangen schnell, habe. ne? Jetzt habe ich 2 unter mir. Einige Ja, nee, Stunden nur. also da muss ich sagen, es geht wirklich schnell, ne? Und das wird wahrscheinlich auch schnell so weitergehen, weil im Endeffekt können wir uns ja glücklich schätzen, dass wir Arbeit haben bis zum Abwinken und nicht in Nee, Kurzarbeit wir sitzen wie hatten so hier durch manch andere. Corona. Wieder durch Corona ja keine irgendwelche Nachteile haben oder so, wenn man sich da mal andere Branchen anguckt, Gast und Gewerbe, die ganze Geschichte, ne? Da bin ich ja ganz froh, dass wir da wirklich Arbeit haben und wir haben auch genug zu tun. Also, na klar ist es, wenn halt gefahren wird, wenig, aber wir sind es ja wirklich ganz gut und ich denke mal, so klar vermisse ich die Schulzeit schon so ein bisschen, war eine geile Zeit, unsere Klasse, so gar keine Frage. Also, man hat ja, als man früher in der Schule war, hat man gesagt, hoffentlich ist das bald vorbei. Ja, und Wenn jetzt man dann sagt aber man, jetzt boah, so die im Schulzeit ist Arbeitsleben ist vorbei. und sich anguckt, wie viele Stunden man da jede Woche wegschrubbt, im Endeffekt. Natürlich sind es auch geile Tage, muss man sagen. Also wir hatten schon echt Tage, da hast du dich kaputt gelacht, von morgens bis abends. Man muss ja sagen, du hast ja, also bei uns ist es zumindest so, du hast guten Meister, gute Gesellen, gute Azubis, wo das Arbeiten einfach Spaß macht. Wo wir selber uns den ganzen Tag verarschen und irgendwas ist immer so ein Endeffekt, aber das Arbeiten gleich doppelt so viel Spaß. Ja.
Ja, dann muss ich sagen, also meine Kollegen auch in der Fallentscheidung vorne, die beiden, die sind ja auch so privat so ein bisschen busbegeistert. Der eine, der beklebt in ganz Osnabrück und Umgebung die ganzen Busse mit Werbung, mit Wagennummern, mit Piktogramm, mit allem Schnick und Schnack. Der macht auch bei uns in der Firma, jetzt stellt er alles auf den Kopf mit dem Piktogramm, der macht er alles neu und der ist auch bei der Sache. Und mit dem beiden komme ich super gut klar. Auch mein Leiter Fahrbetrieb von unserem Betriebshof, den komme ich super gut klar. Und da bin ich sehr froh, dass ich da gelandet bin. Und da nehme ich mir auch ganz gerne die 50, 55 Kilometer auf, die ich jeden Tag dahin und zurück fahren muss, also 110 Kilometer am Tag. Da nehme ich das drauf, weil, wie gesagt, die sehr, 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 sehr super Kollegen sind und ich da auch keinen anderen haben möchte, wenn ich ehrlich bin. Nur da ich es halt mit keine 5 Minuten doch schon ein bisschen einfacher. Wenn ich halt dann Und da meine 5 Minuten hin, 5 Minuten zurückfahre. Natürlich hat halt auch einen unheimlichen Nachteil, weil du der Erste bist, der angerufen wird, weil du halt am nahesten an der Firma bist. Du bist am schnellsten da und machst abends am meisten am längsten, wo du am schnellsten wieder zu Hause bist, so theoretisch. Hat alle seine Vor- und Nachteile. ja, ist meistens so, ne? Genau. So, ich habe noch eine Haltestelle, die ich jetzt anfahre. Ja, ich wollte mir mal ein bisschen immer die Umgebung mal eben angucken, wenn ich gerade schon mal hier. Macht das, macht das. Also da muss ich schon sagen, also wenn man ja so mal sich anguckt, dadurch, dass man ja auch Berufsschule hat und ich auch noch Berufsschule in der Berufsschule selber hatte, da muss ich schon sagen, dass es mich A beim Ausbildungsbetrieb gut erwischt hat. In der Filiale, wo ich bin, hat es mich gut erwischt. Denn bei uns ist es halt nicht so, dass du halt Azubi bist, sondern halt du bist einer, der, wie doof es klingt, arbeiten möchte, beziehungsweise auch arbeiten muss, und halt einfach auf deine Ruhe hast. Du arbeitest also seltenst mit Gesellen zusammen. Meistens hast du deine eigenen Baustellen, Ja. wo du dann am Rumwursteln bist. Natürlich, ab und zu lässt es sich nicht vermeiden, wenn irgendwas schnell fertig sein muss, dann sind zwei Hände mehr doch besser. Ja, Und so klar. weiter, und du hast halt schon, also meine Wenigkeit hat relativ früh am Anfang auch schon Kopfdichtungen gemacht, also relativ viele Sachen alleine. Wo dann jetzt zum Beispiel die Azubis, die halt dann jetzt gekommen sind, das noch gar nicht gemacht haben oder so. Wenn ich mir dann so früh angucke, als ich im ersten Ausbildungsjahr war, ja hier, da viel Spaß beim Auseinanderbauen, viel Spaß beim Zusammensetzen. Ja. Und so, jetzt hast du das natürlich, wenn wir jetzt bei mal diesem Thema Kopfdichtung bleiben, was wir ja doch ab und zu mal haben. Also war es am Anfang immer noch so ein bisschen, ja, hast du jetzt alles so richtig gemacht und funktioniert das auch nachher wieder? Aber jetzt heutzutage ist es schon so ein bisschen Routine geworden, da weißt du schon, wie das muss, was du machen musst, was du an Technik brauchst und so. Natürlich, du hast in der Zeit auch Lehrgänge gehabt, die dich dann nochmal mit dem Thema beschäftigen. Ich habe jetzt in 2 Wochen grob nochmal einen Lehrgang über Hydraulik. Und im Endeffekt ist es ja so, wir dürfen ja noch Lehrgänge machen. Weil theoretisch ja die Lehrgänge, wie hat uns das letzte Mal gesagt, Anfang des Jahres, dass Lehrgänge keine Schule ist, sondern Arbeitsstätten, sodass wir halt noch Lehrgänge abnehmen oder dass wir halt noch Lehrgänge machen können. Das ist halt auch ganz praktisch, weil sonst würden wir halt, weil wir müssen halt die Lehrgänge im Endeffekt nachweisen, sonst kommen wir nachher nicht zur Prüfung. Ja, klar. Ja, ist ja wie mit dem Berichtsheft, ist ja das Gleiche, ne? Wenn du kannst, Berichtsheft, ne? Ja, gut, das schreibe ich halt. Also da habe ich mich auch angewöhnt, es ist relativ, also ich will nicht sagen täglich zu schreiben, aber einmal pro Woche zu schreiben. Ich habe da einfach keinen Bock drauf, mir da 2 Monate oder 3 Monate oder teilweise auch ein halbes, dreiviertel Jahr mir irgendeinen Müll auszudenken. Ja, klar. Das ist einfach, du schreibst einmal pro Woche mit und da fällt es mir teilweise schon einfach nicht mehr ein. Wenn du so viel Krams gemacht hast oder so, oder von Arbeit zu Arbeit gesprungen bist, das ist einfach nur Wahnsinn. Aber, um jetzt mal hier so langsam einen kleinen Schlussstrich zu ziehen, ich bin ebenfalls durch. Ja, ich bin auch jetzt schon durch. Ja, also wir haben natürlich jetzt noch ein bisschen was über das ganze Spiel gesprochen. Also wir hoffen natürlich, dass die Spiel vor allem sehr viel Inhalt nachher beinhaltet. Also Inhalt beinhaltet, genau. Sehr viel nachher, man von dem Spiel hat. Wie gesagt, wenn man im Hauptmenü guckt, Tutorials, Wirtschaft, Multiplayer, Mods, was jetzt natürlich noch nicht verfügbar ist, aber was dann im Laufe des Spiels ja nachher verfügbar sein wird.
dann bin ich hier wirklich sehr, sehr gespannt drauf und bin auch sehr offen und freue mich da auch drauf, was dann nachher bei rumkommt. Und ja, warten einfach mal ab, was dann so passiert. Ne? Also ich bin da, wie gesagt, sehr offen und freue mich darauf, was da alles so kommt. Und wie gesagt, wegen YouTube, wie gesagt, ich versuche, dass ich da mal so ein paar Videos fertig machen kann. Wie gesagt, eine Kamera sollte ich bekommen, das ist nicht das Problem. Und da versuche ich da mal ein bisschen was so von meinem Hobby mal ein bisschen zu zeigen, dass ich wenigstens ein bisschen was an Videos habe, weil so jetzt wie jetzt heute Abend mal wieder hinsetzen, mal irgendwas machen, kann man auf jeden Fall mal wieder machen, hätte ich auf jeden Fall wieder Bock drauf. Das ist halt die Frage vom Zeitlichen her. Wie gesagt, da werdet ihr dann einfach sehen, wenn da was kommt von uns, wie auch immer, Marc wird ja wohl sein Projekt mal weitermachen. Ich gucke oder wir gucken, ob wir noch irgendwas mal wieder zusammen machen, weil wir haben jetzt so lange Zeit nichts mehr zusammen gemacht, dass man da noch mal guckt. Und ansonsten, ja, also Bass, um mal ein kurzes Resümee zu ziehen. Also Bass ist wirklich ein geiles Spiel. Hat zwar seine, meiner Meinung nach, bisher nicht so viel Gutes gehabt, in dem dadurch, dass man nicht so viel Zeit investiert hat, meiner Meinung nach. Aber ich freue mich darauf. Ich finde das Spiel geil. Ist es auf jeden Fall schon mal bisher von der Grafik, von dem, was man sieht, besser als OMSI, ist so. Und wenn man nachher alles zusammenzählt, denke ich mal, ist das wirklich ein sehr ebenbürtiger Nachfolger von OMSI. Und das ist schon mal eine Hausnummer, die man auch mal schlagen muss, weil OMSI ist einfach der beste Bussimulator, den es gibt. Und ich denke mal, da gibt es keine zwei Meinungen. Klar, grafisch ist es mies, technisch ist es aber echt top und das muss Sebastian natürlich toppen. Grafisch ja, technisch werden wir dann sehen. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen, dass wir so ein bisschen mal Sebas vorstellen konnten, dass wir euch vielleicht mal so ein bisschen gezeigt haben, so was eigentlich Sebas ist, die, die es vielleicht noch nicht wussten. Und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch erstmal alles Gute, kommt gut durch die schweren Zeiten, die wir jetzt zur Zeit haben, durch Corona, durch allem drum und dran. Bleibt gesund und dann würde ich sagen, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.